Wenn nach der Pause noch Leute da sind, heißt das, es war nicht ganz so schlecht. Oder haben sie zugesperrt unten? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Okay, zweiter Teil. Wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu veganer Ernährung ist ja auch der Untertitel von Vegan Klischee. Allerdings besprechen wir tatsächlich auch einen Themenblock, der nicht in Vegan Klischee vorkommt, weil er einfach aus Mengengründen rausfliegen musste, weil irgendwann war auch Schluss nach 450 Seiten. Wobei die Neuauflage noch 30 Seiten mehr kriegt. Generell, wenn ihr erste, zweite, dritte, vierte, fünfte oder sechste Auflage habt, alle neuen Kapitel, alle Änderungen gibt es auf meiner Webseite unter nicoritter.com/vka-update. Das steht auch auf der ersten Seite im Buch, wie die Website ist. Gerne da reingucken, da kann man immer alle neuen Kapitel sich kostenlos downloaden und dann lesen. Genau, das dazu, aber eben es gibt auch noch einen Blog zum Thema Milchprodukte und Kalzium und das Missverständnis dazu. Genau, insgesamt, ich hoffe man kann das hier ignorieren, keine Ahnung wie das weggeht, insgesamt gibt es ja sehr viel Meinung zum Thema Veganismus und sehr wenig fundierte Berichterstattung in den Medien. Das Problem ist natürlich, dass insgesamt die meisten Leute denken, dass sie irgendwie Ahnung über Ernährung haben, weil sie ja täglich essen. Das qualifiziert noch niemanden dazu. Ja, das ist wichtig. Und das zweite große Problem ist, dass vor allem Leute, die in Gesundheitsberufen aktiv sind, auch denken, sie haben Ahnung von Ernährung, weil sie den Körper irgendwie kennen. Und das ist auch nicht korrekt. In Amerika haben durchschnittliche Medizinstudenten 23,9 Stunden im gesamten Medizinstudium zum Thema Ernährung. Wie ist es in Deutschland? Meistens schlechter noch. Das heißt, grundsätzlich zu denken, dass jemand nur weil er Medizin studiert hat, über Ernährung Bescheid weiß, nein. Es gibt natürlich die Fortbildung in Ernährungsmedizin. Allerdings ist die im Moment auch noch sehr wenig umfangreich. Das heißt, natürlich gibt es viele Mediziner, Medizinerinnen, die Ahnung von Ernährung haben, ohne Frage, aber die haben sie nicht, weil sie sie automatisch im Studium bekommen haben, sondern weil sie sich weitergebildet haben. Deswegen wäre es schön, wenn zukünftig nicht Mediziner, sondern Ökotrophologen, Ernährungstherapeuten, Ernährungswissenschaftler, wie auch immer, zu dem Thema befragt werden und nicht fachfremde Menschen. Okay, das haben wir schon kurz gehört vorhin, aber hier noch einmal zur Erinnerung, weil wir es auch jetzt noch ein bisschen ausführen werden. Derzeit ist kein für den Menschen bekannter essentieller Nährstoff vorhanden, den man nur über tierische Produkte bekommt. Wir haben im Jahr 1948 den letzten essentiellen Nährstoff für die menschliche Ernährung entdeckt, das Vitamin B12, der hieß früher Leberfaktor, weil wir ihn in erster Linie in der rohen Leber gefunden haben. Heute wissen wir, wo er noch vorkommt. Im Jahr 1998 hat zumindest in Amerika die Fachgesellschaften Cholin, ehemals Vitamin B4, als essentiellen Nährstoff klassifiziert. Der ist in Deutschland noch immer nicht als essentieller Nährstoff klassifiziert. Ich denke, er wird es aber bald. Das heißt, sozusagen eigentlich war dann 1998 die letzte Entdeckung. Aber abseits davon wissen wir ziemlich genau, was der menschliche Körper braucht, wie er funktioniert, welche Vitamine als Kofaktoren in welchen biochemischen Prozessen aktiv sind. Und wenn Leute sagen, woher kriegst du, also es gibt ja auch viele Stoffe, wo wir vielleicht keine Antwort haben. Wenn Leute sagen, woher kriegst du denn dein Carnosin und dein Carnitin und dein Kreatin und so weiter, das klingt alles schon nach Fleisch, Karne überall. Das sind alles keine essentiellen Nährstoffe. Das sind alles Stoffe, die der Körper selber bilden kann und die wir nicht von außen zuführen müssen. Im Gegenteil, einige von den Stoffen, zum Beispiel Cholesterol, Cholesterin, auch ein überlebensnotwendiger Nährstoff, den wir allerdings selber produzieren können, weswegen wir keinen Bedarf haben nach Nahrungskolesterin und wir wissen, Hypercholesterinämie, ein zu hoher Cholesterinspiegel, ist nicht der einzige, aber ein wichtiger, unabhängiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, es gibt in westlichen Ländern, wenn keine Erkrankung vorliegt, keine zu geringen Cholesterinspiegel. Es gibt aber sehr wohl zu hohe Cholesterinspiegel. Okay. Das führt uns auch zum Thema der chronisch degenerativen Erkrankungen. Insgesamt, was ich sehr interessant finde, wir befinden uns ja in der populären Diskussion immer noch in der Frage, kann man denn irgendwie eine vegane Ernährungsweise so gestalten, dass sie so gesund ist wie die Mischkost, sodass wir es allen Menschen empfehlen können. Die eigentliche Fragestellung ist, wie viel gesünder ist eine vegane Ernährungsweise im Vergleich zu einer westlichen Mischkost, weil wir wissen, in Untersuchung nach Untersuchung nach Untersuchung, dass insgesamt vegetarische Ernährungsweisen als in Form von pesketarisch, ovolacto-vegetarisch und vegan, es wird meistens in Studien einmal
grundsätzlich als eine Gruppe gesehen, diese alternativen vegetarischen Ernährungsformen, im Schnitt mit einer Risikoreduktion für chronisch degenerative Erkrankungen einhergeht. Wenn man dann in Untersuchungen, wie zum Beispiel der Adventist Health Study, noch die einzelnen Gruppen etwas weiter runterdröselt und guckt, okay, wie sind denn die Erkrankungs- und Sterberaten bei den Veganern, bei den Ovolacto-Vegetariern, bei den Pesketariern, bei den Flexitariern, sehen wir, kein Konsens, sondern wir sehen, dass unterschiedliche Gruppen in unterschiedlichen Erkrankungen besser oder schlechter abschneiden. Die Antwort auf bessere Herzgesundheit laut der Adventist Health Study wäre eine pesketarische Ernährung. Warum? Die Veganer kriegen vermutlich etwas zu wenig DHA für ihre Gesundheit und sie kriegen vielleicht zu wenig B12, deswegen steigt der Homocysteinspiegel und so weiter. Also was ich sagen möchte ist, die meisten dieser schlechteren Ergebnisse bei Veganern im Vergleich zum Beispiel zu Pesketariern sind nicht ein Mangel an Fisch, sondern ein Mangel an gewissen essentiellen Stoffen, die wir auch über Pflanzen kriegen können. Aber die meisten Menschen wissen noch zu wenig über vegane Ernährungsweisen. Das heißt, es macht auch keinen Sinn, solche Studien, das wird auch oft gemacht. Nächste Woche, am Mittwoch, kommt da auch ein Video zu dem Thema. Die schlechteste Idee, die wir haben können, ist zu versuchen, auf Biegen und Brechen eine vegane Ernährungsweise immer als das Optimum darzustellen, auch wenn die Datenlage was anderes zeigt. Vielmehr sollten wir die Datenlage als Basis nehmen und sagen, oh, wieso schneiden denn die Veganer beim Diabetes so viel besser ab als alle anderen Gruppen, schneiden aber bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen schlechter ab als andere Gruppen. Und dann geht es dann darum zu sagen, okay, dann esst ihr wieder Fisch. Sollte man aus ökologischen Gründen und so weiter machen. Aber die Frage ist, was steckt denn im Fisch, was vielleicht diese vegane Gruppe nicht bekommen hat? Und in die Art und Weise oder auf diese Art und Weise kommen wir einer gesunden veganen Ernährungsweise deutlich näher. Das Interessante, und das muss man auch im Hinterkopf haben, wenn man so Untersuchungen wie die Adventist Health Study sieht, was wird hier verglichen? Wir vergleichen hier gesunde Menschen mit noch gesünderen. Die Adventisten, die aktuell die vegetarischen Adventisten, sind die langlebigste Bevölkerungsgruppe auf dem Planeten. Leben mitten in Nordamerika, in so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde weg von Los Angeles. Das heißt, sie sind ziemlich konträr im Vergleich zum Rest von Amerika, leben deutlich länger. Und das heißt, wir vergleichen hier gut mit besser, mit noch besser. Und das Interessante an der Adventist Health Study ist, also was ist das Schlechte an der Adventist Health Study? Vielleicht einmal zuerst, es ist wie jede große Kohortenstudie eine Beobachtungsstudie. Wir gucken uns hier 70.000 Teilnehmer an, gucken die 20 Jahre mittlerweile, wie verhalten die sich, was essen die nicht und welche Erkrankungen kriegen die. Und dann versuchen wir Korrelationen, Zusammenhänge herzustellen, wie die Menschen, die sich rein vegan ernähren, haben ein über 70% geringeres Risiko für Diabetes oder über 60% geringeres Risiko für Diabetes. Dann kann man natürlich sagen, und das sollte man aber nicht machen, vegan schützt vor Diabetes. Nee, sondern was wir davon ableiten können, ist ein Zusammenhang, vegane Ernährungsweisen treten gleichzeitig auf mit einem geringeren Risiko für Diabetes. Die nächste Frage ist, kann das denn plausibel sein? Gibt es vielleicht einen kausalen Zusammenhang? Wir wissen mittlerweile, dass eine ganze Reihe an tierischen Lebensmitteln mit einem höheren Risiko für Diabetes vorhanden ist oder assoziiert ist und dass es auch biochemisch plausible Mechanismen gibt. Das heißt, dann geht man in die Interventionsstudien und guckt, diese Hypothesen entweder zu belegen oder zu widerlegen. Aber anhand von solchen Daten lässt sich grundsätzlich gar nichts mit Sicherheit sagen, sondern solche Studien geben eigentlich mehr Fragen als Antworten, aber wichtige Fragen, auf die man dann später Antworten finden kann. Und die Kernfrage in der Adventist Health Study ist, die wir davon ableiten können, ist denn diese ungefähr 50% der mischköstlichen Adventisten, die ja eh schon deutlich gesünder leben als der amerikanische Durchschnitt, sind die im Schnitt mit einer besseren oder schlechteren Gesundheit assoziiert als die anderen 50% der vegetarischen Kernformen, der Ernährungsformen? Und in dieser Gruppe gibt es hier noch Unterschiede. Und im Schnitt sehen wir mal, wenn wir uns hier zum Beispiel die All-Cause-Mortality, die ischämischen Herzerkrankungen, insgesamt kardiovaskuläre Erkrankungen, Krebserkrankungen und weiteres angucken, nehmen wir hier, weil es die größte Gruppe ist, die Mischköstler als statistischen Referenzwert 1. Soll heißen, so oft wie die an all diesen Erkrankungen gestorben sind, das ist unser Nullwert, unsere 1. Alles über 1 wäre eine höhere Mortalität an den unterschiedlichen Erkrankungen, alles unter 1 eine geringere. Das heißt, 1,1 wäre 10% höher, 0,9 20%. Und insgesamt fällt auf, dass in der Adventist Health Study bei den vegetarischen Ernährungsweisen, die, wie man hier sieht, alle zusammen in jeder einzelnen im Schnitt mit geringeren Risiken einhergehen, dass die Männer deutlich bessere Ergebnisse erzielen als die Frauen. Warum und wie man das interpretieren sollte, das wird Ziel der zukünftigen Untersuchungen sein, da lasse ich jetzt noch zu wenig sagen, aber im Schnitt sieht man mal schon, Männern tut diese Ernährungsweise interessanterweise deutlich besser noch, also sie tut beiden gut, aber die Männer profitieren deutlich mehr davon, was interessant ist, weil ein großer Teil der vegan lebenden Menschen und vegetarischen Menschen Frauen sind aktuell noch. Das heißt, man sollte hier auf jeden Fall einmal das auch
auch gerne den Partnern zeigen und sagen, hey, das würde dir schon helfen. Das Ding ist, man sieht hier in Klammern, zum Beispiel, wenn wir uns die ischämischen Herzerkrankungen angucken, sehen wir, dass die Pesco-Vegetarier mit 0,65 abschnitten, das heißt 35% weniger, die Veganer hatten 0,9. Das heißt, mit Ausnahme von den Semi-Vegetariern haben hier die sogar am schlechtesten abgeschnitten, natürlich besser als, oder natürlich in diesem Fall besser als die Mischköstler, aber eben nicht am allerbesten. Das heißt, die Frage ist, was haben die Pesketarier gemacht, was vegan lebende Menschen übernehmen sollten? Und da gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Wie gesagt, wenn die zu wenig B12 supplementieren, steigt ihr Homozysteinspiegel an und damit kann ihr Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko steigen. Insgesamt muss man solche Studien auch immer unter folgenden Aspekt sehen. Was ist, oder sagen wir so, wie viele in dem Raum, wer ist vegan in dem Raum? Alright. Das genießen wir kurz, wir schauen uns um. Oh, so viel gleich gesehen. Okay. Von diesen Menschen, wie viele von euch wurden primär aus ethischen Gründen vegan? Okay. Wie viele wurden primär, also bei den meisten sind es Mischgründe, aber was war so die stärkste Motivation? Wer wurde primär aus ökologischen Gründen vegan? Ökologie. Wer wurde primär aus gesundheitlichen Gründen vegan? Alright. Wenig überraschend, ich bin schlecht im Zählen, aber ungefähr so 3/4 wurden aus ethischen Gründen vegan. Wer wird aus ethischen Gründen Pesco-vegetarisch? Niemand. Niemand hasst Fische so sehr, dass er Pesco-Vegetarier wird. Ja. Genau. Pesco-Vegetarier, Semi-Vegetarier, Flexitarier, das sind gesundheitlich motivierte Menschen. Das heißt, deren pflanzenbetonte Ernährungsweise ist sehr gesundheitlich motiviert. Viele vegan lebende Menschen sind in erster Linie ethisch motiviert und haben nicht immer den Fokus auf Gesundheit. Soll heißen, obwohl und trotzdem schneiden Veganer hier ziemlich gut ab. Aber wenn wir jetzt in Zukunft noch die Möglichkeit finden, vegan lebende Menschen gesundheitlich so zu educaten, dass sie all diese Vorteile der gesundheitlich motivierten Pesketarier und Flexitarier haben, dann werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach mindestens genauso gute Werte sehen. Denn Fisch und andere tierische Produkte bringen Nährstoffe, die wir haben wollen, bringen aber auch Nährstoffe, die wir nicht haben wollen. Und das ist das Schöne an der veganen Ernährungsweise. Da kann man leichter isolieren und sagen, wir wollen nur das DHA, ohne die Dioxine, ohne die Schwermetalle. Wir wollen nur das Eisen in der Menge, wie wir es haben wollen, aber nicht als Hemeisen und so weiter. Und von daher, also wir haben immer wieder Leute, die argumentieren mit dieser Untersuchung, dass vegan die beste Ernährungsweise ist. Funktioniert anhand der Daten nicht. Grundsätzlich lässt sich anhand solcher Daten gar nichts ableiten. Aber ein paar interessante Beobachtungen lassen sich zeigen. Unter anderem, wie gesagt, dass im Schnitt sämtliche vegetarischen Ernährungsweisen mit einer besseren Gesundheit assoziiert waren. Warum? Welche Ernährungsmuster sind mit besserer Gesundheit assoziiert? Mehr Nüsse, mehr Früchte, mehr Cerealien, mehr mehrfach und einfach ungesättigte Fettsäuren, mehr Omega-3, mehr grüne Salate, mehr mediterrane Ernährungsmuster und mehr pflanzenbasierte und vegetarische Ernährungsweisen. Hier steht nichts davon, dass mehr Fleisch gesünder macht. Grundsätzlich kann natürlich, und das zeigt sich ja auch, können die Pesketarier, die Flexitarier von all diesen Lebensmitteln genauso profitieren und manchmal essen auch Pesketarier mehr Obst und Gemüse als Veganer. Denn wir wissen mittlerweile, man kann sich auch sehr chunky vegan ernähren. Auf der anderen Seite assoziiert mit schlechterer Gesundheit, mit höherer Mortalität waren eine hohe glykämische Last, also viel Weißmehl und Zucker, Fleisch, rotes Fleisch, verarbeitetes Fleisch, Eier, Kartoffeln, sprechen wir gleich darüber, eine zu hohe Energierate in der Ernährungsweise und, schlechte Nachrichten, Animal-Based Low-Carb Diets. Also schlechte Nachrichten für Low-Carb-Leute. Für Animal-Based Low-Carb-Vertreter. Und weil, darüber sehen wir es, Plant-Based Low-Carb, wir vergessen hier zu unterstreichen, Plant-Based Low-Carb war mit einer besseren Gesundheit assoziiert. Das heißt, es geht nie um die Makronährstoffverhältnisse. Wir sollten aufhören, das eine oder das andere zu präferieren, sondern es geht um Lebensmittel. So, warum stehen hier Kartoffeln? Kartoffeln sind per se ungesund, aber in diesen ganzen Studien müssen wir immer abwägen, denn wenn Leute mich fragen, Nico, ist Lebensmittel XY gesund, zum Beispiel sind Kartoffeln gesund, ist die wichtigste Frage, verglichen womit? Weil wir tauschen ja immer ein Lebensmittel aus andere. Das sind ja keine Medikamente, die wir zusätzlich einnehmen, sondern je mehr Kartoffel ich esse, desto weniger von anderen Dingen esse ich. Wenn mein hoher Kartoffelkonsum zu Ungunsten von meinem Speck geht, sind Kartoffeln super. Wenn ich mehr Kartoffeln esse und dafür weniger Vollkorngetreide esse, was meistens eher der Fall ist, weil beides ist eine stärkehaltige Beilage, das ersetzt meistens irgendwas anderes Stärkehaltiges, dann sind Kartoffeln mit einer höheren Mortalität assoziiert, weil Kartoffeln sind gut, Vollkorngetreide sind noch besser. Gesundheit. Denn, Gesundheit. Beim ersten Mal ist es so. Und das heißt, es ist immer die Frage, was ersetzt es in unserer Ernährungsweise. Und Vollkorngetreide sind einfach so gut, dass alles, was unseren Vollkorngetreidekonsum reduziert, schlecht für uns ist, außer Hülsenfrüchte und Nüsse.
Das heißt, insgesamt wollen wir einfach ausgewogen essen. Wir können gerne Kartoffeln essen, noch lieber Süßkartoffeln, die sind voller Beta-Carotin, aber eben nicht zu Ungunsten von anderen gesunden Lebensmitteln. Ansonsten natürlich, Weißmehl und Zucker sind auch vegan, aber sollte man reduzieren, vor allem den Zucker, aber erneut, es geht darum, was man insgesamt isst. Und was halt auch interessant ist, klar, tierische Produkte liefern Nährstoffe. Wir brauchen Eisen, wir brauchen Jod, wir brauchen Omega-3, aber zeig mir eine Beobachtungsstudie, in der mehr tierische Produkte mit besserer Gesundheit assoziiert sind. Ich habe sie noch nicht gefunden. Und der Grund dafür liegt einfach, dass der Überkonsum an tierischen Produkten einfach automatisch einen Minderkonsum von all diesen pflanzlichen Produkten bedeutet. Und diese pflanzlichen Produkte sind die Basis der menschlichen Ernährung. Wenn wir uns die nächsten 2 Millionen Jahre Animal-Based Low-Carb ernähren, unsere Gene können sich ändern. Der Mensch, genauso wie alle anderen Spezies, können sich an alles anpassen. Aber bis es soweit ist, haben wir das genetische Setup der letzten 12.000, 15.000 Jahre. Es wird so oft gesagt, das wäre zu kurz gewesen, damit wir uns genetisch anpassen, weil der Mensch ja als Mensch 2 Millionen Jahre alt ist. Tatsächlich zeigt sich aber, dass die letzten 12.000 Jahre seit der Neolithischen Revolution sehr viel sich in unserem Genom verändert hat. Es ist nicht so, dass wir Altsteinzeit-Gene haben, auch wenn das oft so gesagt wird. Wir wissen, die MEI1-Gene haben sich verändert, dadurch produzieren wir heute mehr Speichelamylase, um die Stärke zu verdauen. Wir haben Veränderungen im NAD2-Gen, deswegen können wir anders Folsäure verstoffwechseln als unsere altsteinzeitlichen Vorfahren und so weiter. Das heißt, diese wir haben Altsteinzeit-Gene trifft natürlich auf alle Gene zu, die sich nicht verändern mussten, weil es keinen evolutiven Druck gab. Aber bei allen Genen, bei denen es evolutiven Druck und damit Selektion gab, haben sich verändert. Deswegen sind auch all diese Bücher wie die Paleo-Ernährung so lustig, weil die halt von vorne bis hinten falsch sind. Und der einzige Grund, warum das durchgeht, ist, weil die meisten Menschen halt keine Ahnung zu dem Thema haben. Okay, ich schräg mich schon auf. Dann einige der ermunternden Ergebnisse der Adventist Health Study. Wir sehen, ich bin schlechte Mathe, 271, wir haben 38% die Diabetesrate, das macht 100 minus 38 sind, wer sagt das erstes? Danke. Diese geringere Rate an Typ-2-Diabetes unter den Veganen, und das macht sie unter allen Gruppen mit Abstand zu den besten Abschneidern beim Diabetes. Und diese und auch schon 10 Jahre davor Ergebnisse führen dazu, dass wir bitte einen Paradigmenwechsel beim Diabetes vornehmen müssen. Ich weiß nicht, wer jemanden in der Familie hat, der Diabetes hat, wir haben auf jeden Fall einige, da wird man auf Kur geschickt in Österreich und man lernt Broteinheiten zu zählen. Broteinheiten! Natürlich, wenn wir eine Stoffwechselstörung wie Diabetes haben, werden zu viele Kohlenhydrate zu einem Problem. Aber sie sind nicht die Ursache. Im Gegenteil, wir sehen, je mehr Kohlenhydrate Menschen essen, desto höher wird ihre Insulinsensitivität als Anpassung an die vielen Kohlenhydrate. Das Problem ist, wenn wir sehr protein- und sehr fettreich essen, falsche Fettsäuren, falsche Proteine und viele Weißmehl und Zucker essen, dieser schöne Dreiklang des Todes wird dann irgendwann zum Problem, aber es sind nicht die Kohlenhydrate. Niemand hat von Zucker Diabetes bekommen, niemand hat von Weißmehl Diabetes bekommen. Wir haben Walter Kempner vor vielen Jahrzehnten, der Menschen mit einer reinen Reis- und Fruchtsaft- und Fruchtdiät von Diabetes befreit hat. Ist das eine gute Ernährung? Natürlich nicht. Aber es hat gezeigt, wie wenig viele Menschen von der Progression und von der Entstehung von Diabetes verstehen. Niemand soll jetzt nach Hause und sagen, oh, dann esse ich jetzt Weißmehl und Zucker, den ganzen Tag. Nee, aber es zeigt, wie eingeschränkt. Weil welche von diesen Gruppen wird erwartungsgemäß vermutlich den höchsten Kohlenhydratanteil in Ernährungsweise haben? Natürlich diejenigen, die protein- und fetthaltigen Lebensmittel tierischer Herkunft komplett oder überwiegend streichen. Und diese Idee, dass wir Low Carb essen sollen, um Diabetes vorzubeugen, ist so falsch und so überholt, dass es mir die Nackenhaare aufstellt. Die größte Ernährungsfachgesellschaft der Welt, die Academy of Nutrition Dietetics, wir kennen das schon, hat zum ersten Mal schon im Jahr 2003, dann im Jahr 2009, dann im Jahr 2015 und auch im Jahr 2016 ihr Positionspapier zum Thema vegetarische und vegane Ernährungsweisen rausgegeben. Wir kennen das schon, sie sagen, eine vegetarische inklusive einer veganen Ernährungsweise ist in jeder Phase des Lebens bedarfsdeckend. Was uns interessiert, ist der Beisatz, sie ist effizient in der Prävention und Therapie von chronisch degenerativen Erkrankungen. Davor bin ich aber das ein bisschen weggegangen, weil es erst jetzt wirklich interessant ist. Pflanzenbetonte Ernährungsweisen, vegetarisch, vegane, pesketarische, wie auch immer, pflanzenbetonte Ernährungsweisen sind mit einer deutlichen Risikoreduktion für ischämische Herzerkrankungen assoziiert, zum Beispiel. Und wir haben gesehen anhand der Grafik, ischämische Herzerkrankungen sind die häufigste Todesursache der Welt. Außerdem gehen pflanzenbetonte Ernährungsweisen mit einem geringeren Body-Mass-Index einher.
Vegan-Kritiker werden sagen, natürlich, da kannst du nichts mehr essen. Aber ich würde eher sagen, es liegt an der insgesamten Energiedichte, die geringer ist bei den pflanzlichen Lebensmitteln und vor allem das Verhältnis von Energie zu Nährstoffdichte. Was dann passieren wird, wenn es plötzlich in jedem Fastfood-Laden vegane Burger gibt, mag sein, dass da einige der Vorteile verloren gehen, deswegen wollen wir ja eine gesunde vegane Ernährungsweise empfehlen. Aber im Schnitt sehen wir das in jeder Untersuchung oder in fast jeder Untersuchung in der Epic Oxford-Kohorte, in der Adventist Health-Kohorte, dass der BMI einfach fast linear sinkt von den Mischköstlern bis zu den Veganern runter. Außerdem schon gesehen, auch in der Adventist Health Study, Typ 2 Diabetes, deutliche Risikoreduktion. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dass Typ 2 Diabetes von allen chronischen Erkrankungen am besten auf eine pflanzenbetonte Ernährungsweise anspricht. Im Schnitt sehen wir ein reduziertes Overall Cancer Risk, ein geringeres Risiko für Krebs, wobei man sagen muss, das ist nicht linear. Soll heißen, es gibt gewisse Krebserkrankungen, allen voran hormonsensitive Krebsarten, also Prostata beim Mann, Brust bei der Frau, die mit einer geringeren Rate in den pflanzenbetonten Ernährungsweisen einhergehen, was toll ist, weil es häufige Krebserkrankungen sind. Auch Krebserkrankungen des Verdauungstraktes, Dickdarmkrebs, deutlich reduziert in den pflanzenbetonten und auch in den veganen Ernährungsweisen. Auch wichtig, weil es auch häufig ist. Interessanterweise haben die Veganer eine einzige Krebserkrankung deutlich höher als alle anderen, nämlich Harnwegskrebserkrankungen. Nicht wahnsinnig häufig im Vergleich zu den anderen, aber trotzdem eine Fragestellung, woher das kommt, wobei man da sagen muss, die Kohorten sind natürlich bei so seltenen Krebserkrankungen gering. Also wir haben 70.000 Teilnehmer, davon sind einmal die Hälfte Mischköstler, wir haben es vorher gesehen, ein kleiner Prozentsatz ist vegan und von diesem kleinen Prozentsatz ist natürlich die Fallzahlen an zum Beispiel so selteneren Krebserkrankungen gering. Das heißt, ob das jetzt wirklich statistisch signifikant und relevant ist, wird man noch sehen, aber es sollte einfach vorsichtshalber einmal dazu gesagt werden. Aber selbst wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mir auf jeden Fall eher für die Seite als für die andere entscheiden. Der Grund dafür, die bessere Fettsäurenzufuhr und einfach der Überkonsum von gesunden Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Denn was ist wichtig für unser Krebsrisiko oder auch für generell für die meisten chronischen Erkrankungen, die ja sehr oft einmal mit Entzündungen anfangen? Wir haben Hyperglykämie, die führt zu oxidativem Stress, wir haben Umwelteinflüsse, die führen zu oxidativem Stress. Was wir brauchen, sind Freiradikalfänger, Antioxidantien. Und Antioxidantien finden sich nicht in tierischen Produkten. Antioxidantien werden einzig und allein von Pflanzen produziert. Und also die einzige Möglichkeit wäre, dass wir das Tier mit Mageninhalt essen. Dann kriegen wir ein paar Antioxidantien. Aber ansonsten würde ich sagen, wir nehmen die Pflanzen, bevor sie gegessen wurden. Und da haben wir all diese antikanzerogenen, immunmodulierenden, blutzuckerregulierenden Effekte drin. Genau. Zum Thema Herzerkrankungen, man kann ja zu jedem einzelnen Thema ganze Vorträge füllen, aber interessanterweise, und das ist auch ein Punkt, der wirklich für eine vegane Ernährungsweise spricht, wenn wir uns die Frage stellen, was haben wir an Daten zum Thema Prävention und Therapie der häufigsten Todesursache der Welt, Herzerkrankungen, dann haben bis jetzt nur Handvoll Studien wirklich therapeutische Erfolge in der Umkehr dieser Erkrankung gezeigt. Präventiv kann man einiges machen, therapeutisch haben wir bis jetzt eigentlich nur zwei wirklich relevante Untersuchungen, nämlich die sogenannte Diet Lifestyle Heart Trial Studie von Dr. Dean Ornish in den 90ern und ein bisschen später, aber mit längerer Laufzeit dafür, die Untersuchungen von Dr. Esselstyn, die unter anderem auch in dem Buch Essen gegen Herzinfarkt zusammengefasst wurden. Dr. Dean Ornish hatte eine pflanzenbetonte Ernährungsweise, da war ein bisschen Eiweiß, eiklar und ein bisschen Magermilch erlaubt, aber grundsätzlich war es ja auch 90% plus pflanzlich. Die Esselstyn-Ernährungsweise war rein pflanzlich. Und woher kam überhaupt die Idee? Ich meine, wir haben in der Epidemiologie, wo wir Fragen ableiten können, können wir die Frage ableiten, warum gibt es gewisse Gebiete auf der Welt, wo Herzerkrankungen so gut wie gar nicht vorhanden sind? Warum gibt es Gebiete, wo Kardiologen zum Arbeitsmarktservice müssten, weil sie sich umschulen müssten, während sie bei uns auf jeden Fall alle Hände voll zu tun haben? Und warum haben wir in diesen risikoarmen Ländern trotzdem plötzlich höhere Herzerkrankungsraten, wenn die emigrieren in Ländern mit höherem Risiko? Sprich, ihre Gene tauschen die dann nicht. Das kann nicht wirklich genetisch oder epigenetisch sein, dafür ist die Zeit zu kurz. Also es muss im Leben oder aller Wahrscheinlichkeit nach liegt es im Lebensstil. Und auf der anderen Seite haben wir diese Lebensstilfaktoren, allen voran die Ernährungsfaktoren dieser risikoarmen Bevölkerungen. Was machen wir? Wir geben westlich lebenden Menschen in Amerika diese Ernährungsweise und wir stoppen und reversieren bei vielen von ihnen die Herzerkrankungen. Das Ganze kann man auch mit bildgebenden Verfahren zeigen. Hier zum Beispiel ein Angiogramm. Man sieht, wie sich Atherosklerose zurückbildet, wie sich Herz-Kranzgefäße öffnen. Und
Von daher ist ein großer Teil, nicht alles, es gibt viele Erkrankungen, die sind sehr stark genetisch determiniert, aber vor allem die häufigsten chronisch degenerativen Erkrankungen, allen voran Herzinfarkte, Schlaganfälle, Diabetes und damit einhergehende Erkrankungen, sind in vielen Fällen steuerbar. Mit einer veganen Ernährungsweise, aber auch mit vielen anderen pflanzenbetonten Ernährungsweisen. Aber die Basis in all diesen therapeutischen Ernährungsweisen waren Pflanzen. Aber wenn man jetzt nur Pflanzen isst, dann kriegt man nicht genügend Omega-3, sagen sie. Wir haben das schon gesehen, hier auch die Grafik aus Vegan-Klischee, die Primärproduzenten dieser Fettsäuren sind nicht Fische. Je weiter oben die Fische in der Nahrungskette sind, desto höher ist die Chance auf Kontaminierung. Und der nächste Punkt ist auch rein rechnerisch. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, egal, wir essen jetzt Fisch, weil die haben auch Omega-3-Fettsäuren, wir können nicht 10 Milliarden Menschen mit genügend Fisch versorgen, um unseren Omega-3-Bedarf zu decken. Vor allem nicht, in, wie wir es heute tun. Die Menge an Beifang, die wir dabei haben, die Menge an Geisternetzen, die immer noch durch den Ozean schwimmt und alles Mögliche kaputt macht, das ist absurd. Und das nimmt unsere eigene Lebensgrundlage. Egal, ob wir es essen oder nicht. Grundsätzlich ist der Mensch in der Lage, Omega-3-Fettsäuren, langkettige Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA, die wir ja eigentlich im Fisch und in der Mikroalge finden, selber zu produzieren. Diese Möglichkeit an Eigensynthese scheint für mich ein klares Indiz zu sein, dass der Mensch im Laufe der Evolution in vielen Fällen nicht genügend Fisch gegessen hat, weil sonst hätte er keine Notwendigkeit gehabt, diesen Syntheseweg selbst zu haben. Denn wir wissen, der Körper ist faul, er macht das Minimum. Menschen produzieren kein eigenes Vitamin C. Die meisten Tiere produzieren eigenes Vitamin C, weil sie es brauchen, weil sie nicht genügend über die Nahrung aufnehmen. Menschen haben so pflanzenbetont gegessen, dass sie und Meerschweinchen die Synthesefähigkeit für Vitamin C verloren haben. Das heißt, wenn Leute sagen, ich ernähre mich Carnivore, weil der Löwe ist auch Carnivore, Nummer eins, wir haben ein bisschen ein genetisches anderes Setup und der Löwe macht viele Dinge, die wir nicht machen würden. Genau. Grundsätzlich der Syntheseweg ist, wir essen ALA, also alpha-linolenhaltige, kurzkettige Omega-3-Fettsäuren über Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, Walnüsse, Rapsöl und weiteres. Und der Körper wäre über mehrere Schritte in der Lage, EPA und DHA daraus zu basteln. Das ist wichtig, denn DHA ist wichtig für den Schutz kognitiver Fähigkeiten und EPA ist wichtig für eine gefäßerweiternde, entzündungshemmende Eigenschaft. Und natürlich können wir Fisch essen, da stecken die schon vorgeformt drin, aber der Mensch kann es, oder die meisten Menschen können es in der Theorie selber bilden. Das Problem ist die meiste westliche Ernährungsweise, denn auf der anderen Seite haben wir einen Gegenspieler zu Omega-3, Omega-6. Wir haben dazu auch 4 Videos, wenn man es nachhören möchte. Omega-6-Fettsäuren, wie wir sie in Großmengen in Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskernöl, also in den häufigst verwendetsten westlichen Ölen finden, haben eine kompetitive hemmende Wirkung, weil sie nämlich die gleichen Enzymsysteme beanspruchen, um sich selbst von Linolsäure, von dieser Omega-6-Fettsäure, zu der langkettigen Omega-6-Fettsäure, Arachidonsäure, umzuwandeln. Soll einfach heißen, je mehr wir davon essen, desto weniger bilden wir davon. Und das ist ein Problem, weil Arachidonsäure ist gefäßverengend und entzündungsfördernd. Und da kommen wir auch schon zum Problem der tierischen Produkte. Da stecken nämlich vor allem in Schweinefleisch und Eiern diese Arachidonsäure schon vorgeformt drin. Das heißt, da kann der Körper gar nicht mehr kompensieren. Die ist drin und die nimmt er so auf. Einer der vielen Gründe, warum pflanzenbetonte Ernährungsweisen Vorteile mit sich bringen. Natürlich muss man fairerweise sagen, wie viel Arachidonsäure im Lebensmittel tierischer Herkunft steckt, hängt natürlich von der Fütterung des jeweiligen Tieres ab. Das heißt, es gäbe die Möglichkeit, arachidonsäurearme tierische Produkte zu machen, aber nicht so, wie wir es heute produzieren. Das heißt, ein großer Teil der Produkte sind arachidonsäurereich. Und das heißt, das, was beim Fisch sozusagen ein kleiner Vorteil ist, dass er schon vorgeformt vorliegt, ist bei den Omega-6-Fettsäuren ein Problem. Nun, wie gut wir dann wirklich konvertieren, hängt von einer ganzen Reihe ab. Junge Menschen konvertieren besser als alte, Frauen konvertieren im Schnitt besser als Männer, zumindest in den fruchtbaren Jahren, auch eine genetische Adaption. Es gibt einfach genetische Unterschiede, nicht alle Männer konvertieren gleich, nicht alle Frauen konvertieren gleich. Gesunde Menschen konvertieren besser als kranke Menschen, Menschen, die viele Genussmittel, Tabak, Alkohol und was man sonst noch so machen kann, konsumieren, haben eine schlechtere Konvertierungsrate als Menschen, die es nicht tun, muss man sich überlegen, was dann wichtig ist. Stress, physischer, körperlicher Stress, aber auch psychischer Stress verursachen schlechtere Umwandlungsfähigkeiten, Überschuss an Omega-6, Fettsäuren, aber auch gewisse langkettige, gesättigte Fettsäuren reduzieren die Synthese, schlechte Nährstoffversorgung reduziert die Synthese und eine zu kalorienarme, weil auch damit nährstoffarme Ernährungsweise reduziert die Synthese. Das heißt, es gibt viele Faktoren und das macht es schwierig. Ja? Also
niemand von uns hat die Kapazität oder die Kompetenz zu sagen, wie viel Prozent in dem Raum zum Beispiel genug konvertieren. Plus, wir gehen davon aus, dass je länger man vegan lebt, desto besser konvertiert man, weil der Körper auch hier vermutlich in der Lage ist, gewisse Anpassungen vorzunehmen, denn je mehr vorgeformtes EPA und DHA in der Nahrung ist, desto weniger hat er die Notwendigkeit, das selber herzustellen. Und wir haben Untersuchungen, die zeigen, wenn man die Omega-6-Rate drastisch reduziert, so auf 1:1 oder 2:1, Omega-3 zu Omega-6, so nach 11-12 Monaten sind Leute in der Lage, sogar genügend DHA zu bilden. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ist es das wirklich wert, all diese Restriktionen? Weil da muss ich plötzlich bei jeder Nuss nachdenken, die ich esse. Ich muss bei jedes Mal, wenn ich auswärts esse, nachdenken. Oder mache ich es mir einfach und sage, who cares, ich ignoriere das Omega-3-zu-6-Verhältnis. Ich mache mir einfach nur zur Angewohnheit, regelmäßig Lion, Chia, Hanfsamen zu essen, EPA, DHA über Mikroalgenöl zuzuführen und dann kann ich so viele Nüsse essen, wie ich möchte, kann auswärts essen, gar kein Thema. Muss man und kann man für sich entscheiden. Wenn man es testen möchte, kann man einen sogenannten HS-Omega-3-Index-Test machen. Der sollte optimalerweise über 8% liegen. Es gibt vereinzelt, wir haben immer wieder in den Seminaren Leute, die mir ihre Bluttests zeigen, die tatsächlich in Richtung 8% kommen, ganz ohne Supplementierung. Die meisten liegen aber irgendwo unter 4%, inklusive mir. Und deswegen supplementiere ich und würde es auch anderen Menschen mit schlechten Omega-3-Werten empfehlen. Der Test ist allerdings auch so teuer, dass man auch direkt supplementieren könnte. Okay. Ja. Wichtig auch natürlich. All die Empfehlungen, die ich ausspreche, mir ist es A, sind es Empfehlungen, das heißt, man kann das machen oder nicht machen, plus welche Marke man nimmt. Also ja, wir arbeiten zwar natürlich auch mit dem Omega-3-Hersteller zusammen, weil Leute fragen, Nico, welches Omega-3 sollte ich nehmen? Deswegen haben wir geguckt, was sind die hochwertigsten, aber man kann die nehmen oder auch andere. Das heißt, die Empfehlung beruht nicht darauf, dass wir theoretisch auch einen Affiliate-Link haben, man kann den auch einfach nicht verwenden. Die unterschiedlichen Omega-3-haltigen Lebensmittel klassifizieren sich immer anhand des Verhältnisses. Das heißt, wir wollen ungefähr so ein Verhältnis von 1:2 bis 1:5 Omega-3 zu Omega-6 hinkommen. Deswegen helfen uns Leinsamen und Leinöl, weil die haben viermal mehr Omega-3 als Omega-6. Das heißt, die kompensieren ziemlich viel. Auf der anderen Seite, wenn wir Sonnenblumenöl mit 1:311 oder 1:389 haben, je nach Studie, dann wird es schwierig, auf 1:5 zu kommen. Deswegen eine Empfehlung, diese Öle hier in Rot zu reduzieren, die in Grün vermehrt zu nehmen, also sowohl die Öle als auch die vollwertigen Lebensmittel dazu und das in Gelb in der Mitte halt zu essen oder auch nicht, wie man möchte. Das sind Empfehlungen aus vegan.de zum Thema der Zufuhr. Insgesamt sagen die offiziellen Empfehlungen, dass man eben, hier sieht man das Verhältnis bei Erwachsenen, hier ab 10, 0,5% Omega-3, 2,5% Omega-6, das ist dieses 1:4, 1:5 Verhältnis. Allerdings geht man hier davon aus, dass die Personen einmal die Woche Fisch essen, das heißt die EPA, DHA darüber kriegen. Vegan-lebenden Menschen empfehlen wir, diese 0,5 zu verdoppeln auf 1% und dann kommt man eben bei dem Verhältnis 1:2,5 zu einem Verhältnis von 1:2,5 und das wäre die Empfehlung für vegan-lebende Menschen. Plus, wenn man schlechte Omega-3-Werte hat oder schwanger ist oder stillend ist oder ein kleines Kind ist, dann ist die deutliche Empfehlung, EPA und DHA zu supplementieren über Mikroalgenöl oder über von Hefe produzierten EPA-DHA-haltigen Ölen. Die Mengenfrage, da scheiden sich die Geister. Grundsätzlich fängt es an, ab 250 Milligramm pro Tag interessant zu werden. Einige Fachgesellschaften empfehlen 500, ganz wenige Fachgesellschaften empfehlen 1000. Allerdings empfehlen ziemlich viele Wissenschaftler 1000. Von daher ist meine Empfehlung aktuell einmal 500 als Minimum. Dann kann man Omega-3 testen und dann eventuell mehr brauchen oder weniger. Oder man nimmt einfach 1000, weil schaden wird es auf jeden Fall nicht. Manche Firmen empfehlen 2.000-3.000. Klar, je mehr wir davon essen, desto schneller brauchen wir es wieder nach. 2.000 sind therapeutisch manchmal relevant, aber präventiv sehe ich das als nicht notwendig. Bekommen Veganer genug Vitamin D? Zum einen einmal, falls man es noch nie gehört hat, die Vitamin-D-Konzentration korreliert nicht mit der Ernährung. Wir können hier die Menschen testen und wir werden anhand der Vitamin-D-Werte nicht feststellen können, wo sich die Veganer befinden, wo sich die Vegetarier befinden und wo die Mischköstler sitzen. Wir wissen es noch. Und das heißt, es ist eigentlich grundsätzlich egal, wie man sich ernährt, denn ein überwiegender Teil wird über die Sonneneinstrahlung gebildet. Natürlich, es gibt Lebertran, der ist sehr Vitamin-D-reich. Man kann theoretisch, wenn man selber nicht an die Sonne möchte, wenn man mehr drinnen sein möchte, einfach die Pilze, die man hat, rausstellen. Und wenn UVB-Licht auf Champignons trifft, dann können die Champignons Vitamin D2 bilden. Wenn wir die essen, dann können wir daraus Vitamin D3 bilden. Also je nachdem, einer von beiden muss raus. Man muss entscheiden. Der eigene Fußpilz hilft nicht. Genau.
Von daher brauchen wir irgendeine andere Quelle. Klassischerweise wäre es Sonnenexposition. So haben wir es schon immer natürlich gemacht. Allerdings wurden Menschen auch natürlich früher nur 30, 40 Jahre alt. Das heißt, nachdem wir heute unnatürlich alt werden, ist die Frage, ob Sonne wirklich ein moderner Weg ist, Vitamin D zu kriegen. Ich persönlich finde das so ein bisschen 90er, weil die gleichen UVB-Strahlen, die uns Vitamin D-Produktion sichern, sind die gleichen UVB-Strahlen, die uns Hautkrebs bescheren. Und natürlich können wir Vitamin D decken, ohne Hautkrebs zu bekommen, aber schmaler Grat manchmal. Und von daher bin ich grundsätzlich eher ein Freund, ehrlich gesagt, das über Nahrung zu kriegen. Vitamin D-Pilze zukünftig gibt es jetzt auch schon bei Kaufland, Vitamin D-Pilze für 1,99 oder einfach über Supplementierung. Und der einzige Effekt, den die Sonne mitbringt, den das Vitamin D-Supplement nicht mitbringt, wenn wir dunkelgrünes Blattgemüse essen und uns dann mit nacktem Bauch in die Sonne legen, tatsächlich die Bauchstrahlen, die durch die Bauchfelldecke gehen, führen dazu, dass das Chlorophyll im Magen zu Q10 umgewandelt wird. Das macht das Vitamin D-Supplement nicht. Aber man kann auch Q10 einfach über andere Wege kriegen und ist auch einfacher. Genau. Das Ding ist, dass wir einen Fehler gemacht haben, damals. Wir sind aus Afrika raus und haben uns gedacht, wir wollen im kalten Norden sein, wo keine Sonne scheint. Und deswegen haben wir hier in Berlin, in Wien und vielen anderen Ländern ungefähr nur die halbe Jahreshälfte, also die halbe Jahreshälfte Zeit, überhaupt Vitamin D zu produzieren, weil der UV-Index über 3 ist. Ab 3 wird es interessant. Das ist in Berlin ab April bis mehr oder weniger September und da aber auch nur während der Mittagszeit, also so von 11 bis 15 Uhr maximal, solange unser Schatten kleiner ist, glaube ich, als wir, oder? Macht das Sinn? Kleiner, ja. Solange der Schatten kleiner ist als wir, könnten wir in der Theorie genügend UV-Licht aufnehmen, daraus Vitamin D machen, wenn wir Arme, Beine und Gesicht mindestens oder noch mehr der Sonne aussetzen, dann funktioniert das je nach Pigmentierung zwischen 10 Minuten, 20, 25 Minuten. In anderen Ländern haben wir das ganze Jahr über genügend Sonne, aber natürlich auch ein Risiko, zu viel davon zu kriegen. Generell ist Vitamin D einer der wenigen Werte, die ich tatsächlich gerne anhand von Werten empfehle zu supplementieren. B12 kann man kaum überdosieren, das ist relativ entspannt, die meisten Vitamine. Vitamin D kann aber an gewissen Punkt toxisch werden. Deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit wäre, man zieht in ein warmes Land. Die zweite einfachste Variante wäre, man nimmt in den kalten Jahreszeiten mindestens, wir persönlich supplementieren es durchgehend, 40 bis 60 Einheiten Vitamin D3 pro Kilogramm Körpergewicht. Wichtig ist, Vitamin D3 ist nicht immer pflanzlich, das kann aus Schafswolle gewonnen werden, aus Lanolin, glaube ich, heißt das, aber es gibt veganes Vitamin D3 aus Flechten oder Hefen. Und mit 40 bis 60 Einheiten wird nicht jede Person die Optimalwerte erreichen, aber niemand wird sich schaden. Irgendwann, wenn man das nächste Mal Bluttest macht, wird man bitte einen 25 OHD Cholecalciferol-Test machen und der sollte dann irgendwo im Optimalbereich von 100 bis 125 Nanomol pro Liter liegen. Wenn er da liegt, perfekt, genauso weitermachen. Wenn er deutlich darunter liegt, höher supplementieren, temporär. Wenn er deutlich drüber liegt, weniger supplementieren. Die Werte stehen auch im Buch und wir machen da auch noch Videos dazu. Grundsätzlich die Rechengröße wäre, man nimmt 40 mal den Zielwert, zum Beispiel 120, minus den Istwert, zum Beispiel 80, bleiben 40, also 40 mal 40 mal sein Körpergewicht in Kilogramm. Und dann kommen meistens irgendwas im Bereich von mehreren 10.000 raus und dann dividiert man diese Kenngröße durch 10.000 und dann weiß man, wie viele Tage lang man 10.000 Einheiten nimmt und danach macht man mit den 40 bis 60 Einheiten weiter. Das wäre so der fundierteste Weg, Vitamin D zu supplementieren. Mit 40 bis 60 macht grundsätzlich niemand was falsch, aber wenn man einen schweren Mangel hat, wird man mit 40 bis 60 nicht aus dem Mangel rauskommen auf Dauer. Deswegen. Plus, was auch interessant ist, manchen Menschen fehlt die Kapazität, aus Sonne Vitamin D zu machen. Es gibt Untersuchungen mit Leuten aus warmen Ländern, die auch ganz schlechte Werte haben, obwohl sie im Schnitt 3-4 Stunden am Tag Oliven ernten in Sardinien und so, wo wirklich viel Sonne herrscht. Von daher sollte man irgendwann einmal seinen Vitamin D-Wert bestimmen lassen, denn ein Vitamin D-Mangel ist ein Risikofaktor für ungefähr alles. Ja, und nein, ihr habt keine Aktien an irgendeiner Vitamin D-Gesellschaft oder Firma oder so. Soja ist schädlich, sagen sie. Ist auch ganz spannend, wenn Leute sagen, nee, so Sojamilch trinke ich nicht, da stecken Östrogene drin. Ich trinke lieber Kuhmilch, wo deutlich mehr potente Östrogene drinstecken, denn in Soja stecken keine Östrogene, da stecken Phytoöstrogene. Die sind je nach Phytoöstrogen zwischen 100 bis 10.000-fach schwächer wirksam. Heißt es nicht, dass man es nicht übertreiben kann, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Also grundsätzlich, wenn Leute sagen, dein Tofu zerstört den Regenwald, einfach gehen, einfach gehen.
Das wird nichts mehr. Aber im Hinterkopf wissen ist nicht richtig, denn ungefähr 80% der weltweiten Sojaernte gehen direkt, vor allem das Sojaprotein, in die Tierhaltung. Vor allem das Sojaöl, was da rausgepresst wird, geht in die Kosmetik und in alle möglichen Foodbereiche. Und ungefähr 2% der weltweiten Sojaernte gehen in Form von Tofu etc. in die Ernährung des Menschen. Und diese 2%, die wir in Deutschland, Österreich, Schweiz essen, die kommen nicht aus dem Regenwald. Die kommen überwiegend aus Europa sogar. Wenn sie von weit her kommen, dann vielleicht aus Kanada in Form von großen Firmen wie Alpro. Die kleineren Firmen haben überwiegend europäisches Soja. Von daher funktioniert das Argument einmal nicht. Also, wollt ihr mal fotografieren? Bitte. Gibt es auch im Buch in vegan.de. Ja. Allerdings erst ab der dritten Auflage, glaube ich. Aber der Rest kannst du downloaden. Okay, die Weston A. Price Foundation ist auch so ein Kandidat wie die Paleo-Ernährung, total wichtig im Umkehrschluss. Also wenn die Weston A. Price Foundation etwas sagt, einfach das Gegenteil machen, funktioniert meistens. Looking for a healthier and more delicious way to eat, eat bacon. Ein verarbeitetes Produkt, Karzinogenstufe 1. Soja-Phytoöstrogene stören die Drüsenfunktion und haben das Potenzial, Infertilität zu verursachen bei Männern und können das Brustkrebsrisiko bei Frauen erhöhen. Wenn dem so wäre, wäre das auch kein Problem, denn eine vegane Ernährung funktioniert auch ohne Soja. Aber wenn dem nicht so wäre, wenn sie im Gegenteil sogar herausstellen sollte, dass ein höherer Konsum von Sojaprodukten mit einem geringeren Brustkrebsrisiko einhergeht, dann wäre es ja absurd, wenn wir Angst vor einer Bohne hätten. Und im Gegenteil würden viele Menschen sogar therapeutisches Potenzial verpassen. Das ist genau der Punkt, wo Meinungsfreiheit irgendwann auch an ihre Grenzen kommt, denn es ist nicht nur nicht richtig, sondern es hält Menschen davon ab, grundsätzlich Dinge zu tun, die ihrer Gesundheit zuträglich wären. Und das ist ein Problem. Grundsätzlich dachte ich immer, damals, als ich noch jung und naiv war, wenn jemand Ernährung studiert, dann weiß die Person was über Ernährung. Ich habe meinen Bachelor in Ernährungsberatung gemacht, den Master in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und ich habe in den ganzen, keine Ahnung, 13, 14, 15 Semestern nie etwas über Soja gelernt, zum Beispiel. Das war der Grund auch, warum ich meine Bachelorarbeit über das Thema geschrieben habe, weil ich wurde permanent darüber befragt und sagte immer so, im zweiten Semester, das kommt dann wahrscheinlich noch. Im siebten Semester wusste ich, da kommt nichts mehr und deswegen hatte ich dann meine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Hätte sich herausgestellt, und ich war da ja offen in der Fragestellung, die Fragestellung hieß, haben Soja-Phytoöstrogene ein positives wie negatives Potenzial in Bezug auf Mammakarzinom bei der Frau, also auf Brustkrebs. Hätte sich herausgestellt, ja, es erhöht das Risiko, würden wir heute kein Soja mehr essen. Hätte sich herausgestellt, es ist neutral oder verringert das Risiko, dann würde ich sagen, wir können, aber müssen es natürlich auch nicht essen. Okay, wie könnte man sowas am besten erfahren? Denn die schlechteste Variante ist, Meinungen von einer Person zu übernehmen. Und zwar meine Meinung, genauso wie jede andere Meinung, mir bitte dir. Denn egal wie fundiert etwas auf einer Folie aussehen kann, wenn man wirklich sich die gesamte der Literatur anschaut, kann man alles machen. Ihr könnt euch genauso auch einen Vortrag halten, wo ihr rausgesagt so, wow, ich muss sofort Carnivore essen. Es funktioniert, man kann die Daten immer so manipulieren, dass es für Menschen, die nicht Ernährungswissenschaftler sind, irgendwie sinnvoll aussieht. Deswegen macht es Sinn, sich eine eigene Meinung zu bilden und am besten A, entweder in die Primärliteratur reinzugehen. Wenn man allerdings noch einen Job hat außerdem, wird das schwierig. Deswegen, zweitbeste Variante, man geht zu jenen großen Organisationen, die keine Interessenskonflikte haben, sondern nichts anderes tun, wie die Gesundheit der Menschen im Auge zu halten. Zum Beispiel, wenn ich Sorge habe, dass Soja mein Krebsrisiko erhöht, dann gucke ich mir die weltweiten Krebsgesellschaften an, die nichts anderes zu tun haben, als zu gucken, welche Lebensmittel gut und schlecht für das Krebsrisiko sind. Und die haben alle Positionspapiere zum Thema Soja. Wenn ich Sorge habe, dass mich Soja unfruchtbar macht, würde ich sagen, oh, das wäre eine schöne Verhütungsmethode Nummer 1. Und Nummer 2, wenn das nicht der Fall ist, werden doch gewisse Risikobewertungsgesellschaften auch Positionspapiere dazu haben und sehen wir auch zum Beispiel das Center for the Evaluations of the Risk to Human Reproduction, genauso wie das Bundesinstitut für Risikobewertung haben Positionspapiere zum Thema Soja. Wenn ihr insgesamt Sorge habt, dass Sojaprodukte in meiner Ernährungsweise nichts verloren haben, dann gucken wir uns die nationalen und internationalen Ernährungsfachgesellschaften an, denn auch sie alle haben Positionen dazu. Und wenn hypothetisch es einen Konsens unter sämtlichen Ernährungs-, Risiko- und Krebs- und Herzgesellschaften rund um den Globus gäbe, der zu 100% konträr von diesen Aussagen ist, dann stelle ich mir die Frage, ob das schlau ist, irgendwas zu machen, was die Weston A. Price Foundation sagt. Wenn man schon einmal so tief ins Klo greift, ist die Chance, denke ich, groß, dass man das mehrmals macht. Okay,
Wir gucken uns an. Zum Beispiel hier eine systematische Übersichtsarbeit. Is soy consumption good or bad for the breast? Diese Sachen gucken wir uns dann sofort im Nachlauf an. Is soy consumption good or bad for the breast? Was sehen wir? Frauen, die regelmäßig moderate Mengen an Soja während ihres gesamten Lebens konsumieren, haben ein geringeres Risiko für das Auftreten von Brustkrebs im Vergleich zu Frauen, die das nicht tun. Allerdings, welche Länder haben wir in erster Linie untersucht? Welche Länder essen denn regelmäßig Soja? Asiatische, richtig. Das man könnte ja auch sagen, vielleicht hilft Soja nur asiatischen Frauen. Vielleicht haben die irgendein genetisches Make-up, was ihnen hilft, Soja anders zu verwerten als westliche Frauen. Wie können wir es testen? Indem wir westliche Frauen untersuchen. Problem ist, wie kriegen wir eine große Kohorte zusammen mit westlichen Frauen, die regelmäßig Soja essen? Schwierig, bis die Veganer kamen, aber die sind noch zu jung. Weil die meisten Menschen wurden aktuell in den 20er, 30er, 40er Jahren vegan. Das Ding ist nämlich, in den westlichen Populationen sehen wir keinen schützenden Effekt zwischen Soja und Brustkrebs bei westlichen Frauen. Warum? Weil die schützenden Effekte kommen aus den ersten Lebensjahren und dem ersten Lebensjahrzehnt. Dass solange wir keine westlichen Kohorten haben, die wir von Anfang an mit Soja versorgen können, wissen wir es nicht. Was wir im Moment aber wissen ist, selbst bei westlichen Frauen erhöht Soja das Brustkrebsrisiko nicht. Der Grund, warum der Early Index so relevant ist, ist A, weil es in dieser Zeit zur Fortbildung des Brustgewebes kommt und hier diese Soja-Phytoöstrogene schon protektiv wirken können. Und insgesamt gehen wir davon aus, dass das Mikrobiom des Menschen eine Rolle spielt. Und das kann sich zwar verändern im Laufe des Lebens, ohne Frage, aber je früher wir es schaffen, das Mikrobiom mit richtigen Bakterienkulturen besiedeln zu lassen, desto besser wird unsere Gesundheit. Und wir wissen, dass gewisse Darmbakterien in der Lage sind, Phytoöstrogene, zum Beispiel Genestin und Daizin, zu sogenannten E. coli umzubilden. Das sind noch stärker wirksame Phytoöstrogene. Und wir sehen tatsächlich, dass asiatisch lebende Frauen mehr E. coli produzierende Bakterien in ihrem Verdauungstrakt haben im Vergleich zu westlichen. Ist das jetzt genetisch? Wir sehen, dass Vegetarier im Vergleich zu Mischköstlern die gleich hohe Menge an E. coli haben, auch bei westlichen Vegetariern im Vergleich zu Mischköstlern. Das ist eher die Wahrscheinlichkeit, dass asiatische Populationen im Schnitt sich einfach deutlich pflanzenbetonter ernähren und deswegen andere Bakterienkulturen in ihrem Verdauungstrakt haben. Von daher gehen wir aktuell davon aus, dass vegan lebende Menschen die gleichen Vorteile daraus ziehen wie asiatische Bevölkerungen. Asiatische Brustkrebspatientinnen, denn natürlich Soja macht einen nicht immun gegen Brustkrebs, also kann das Risiko reduzieren. Aber zum Beispiel in der Shanghai Breast Cancer Survival Study hatten jene Frauen, die die höchste Menge an Sojakonsum während ihrer Brustkrebsdiagnose hatten, die geringste Wiederauftrittsrate im Vergleich zu jenen Frauen, die das nicht gemacht haben. Das heißt, selbst für die hat es noch Vorteile gebracht. World Cancer Research Fund sagt, es gibt grundsätzlich drei Dinge, die wir machen können, um unser Krebsrisiko, vor allem Brustkrebs, zu reduzieren. Nummer eins, essen Sie mehr Ballaststoffe. Renato hat schon gezeigt, wo stecken keine Ballaststoffe? Wo stecken viel Ballaststoffe? Genau. Außerdem reduzieren Sie die Menge an Fett, vor allem die Menge an gesättigten Fetten. Mit Ausnahme von wenigen exotischen Ölen, was sind die größten Lieferanten für gesättigte Fette? Das ist jetzt schon sehr allgemein. Welche tierischen Produkte? Was lieben die Schweizer? Wonach riechen die Schweizer? Genau, Milch und Milchprodukte. Und Milchprodukte haben mehrere Probleme. Nummer eins, sie haben einfach, wenn die Kuh natürlich, wenn die auf der Weide steht, hat die ein gutes Fettsäurespektrum der Milch. Wenn die im Stall steht und mit Getreide gefüttert wird, hat die ein schlechtes Fettsäurespektrum. Nummer zwei, Kühe müssen ja als Produktionseinheiten in den Tierfabriken leider durchgehend schwanger gehalten werden, damit der Milchfluss aufrechterhalten bleibt. Und wir wissen, dass wenn wir schwangere Kühe melken, ist der Östrogengehalt in ihrer Milch deutlich höher im Vergleich zu nicht schwangeren Kühen. Und ein höherer Östrogengehalt ist für hormonsensitive Krebsarten nicht die beste Idee. Von daher sind wir hier ein bisschen vorsichtig. Und Nummer drei, essen Sie mehr Soja. Das heißt, die sagen nicht nur, können Soja essen, kein Problem, sondern essen Sie mehr Soja, es wird Ihr Brustkrebsrisiko reduzieren. In Vegan-Klischee haben wir nochmal alle Positionspapieren von sämtlichen Krebs-, Ernährungs- und Risikogesellschaften, es gibt auch noch mehr als die, aber es haben nicht mehr raufgepasst, gesammelt und wir sehen bei sämtlichen. Es ist belegt, dass der Konsum von Sojaprodukten bei allen Personen, bei Männern, wie Frauen, mit und ohne Brustkrebs ungefährlich ist. Positive Effekte zeigten sich auch auf die Herzgesundheit. Sojakonsum führt nicht zu vorzeitiger Geschlechtsreife, führt nicht zu Unfruchtbarkeit. Das Cancer Council empfiehlt explizit den Konsum von Sojaprodukten im Rahmen einer insgesamt pflanzlichen Ernährungsweise. Soja erhöht nicht den Östrogenspiegel in den Mengen, wie wir es normalerweise verzehren. Es gibt keine überzeugenden Beweise, dass es negative Effekte bei Menschen gibt. Es gibt keine. Und jetzt ist die große Frage, warum sagt die Weston A. Price Foundation das dann und warum zitiert die in ihren Artikeln so viele Studien?
Wenn ein Artikel Studien enthält, hat das noch nichts zu bedeuten. Man sollte die lesen. Denn die Western Price Foundation macht das, was man immer macht, wenn man irgendwelche Ergebnisse manipulieren möchte. Nummer eins, man zitiert Studien, die nicht einmal das sagen, was man selber zitiert, weil die wenigsten gucken das ja nach. Nummer zwei, man zitiert Studien an Tieren und Zellen, die komplett im Gegenteil zu den Humandaten stehen. Denn natürlich ist es wichtig, dass es irgendwelche Zellkulturstudien gibt, dass hohe Mengen an isolierten Phytoöstrogenen das Brustkrebszellenwachstum steigern. Okay, das ist interessant zu wissen, aber die Frage ist, macht es das in normalen Mengen physiologisch in der Sojabohne bei der Frau? Und da haben wir Humandaten, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, wir ziehen uns isoliert irgendwelche Ergebnisse und schon können wir ein falsches Bild erzeugen. Oder wir nehmen Tierstudien mit Ratten, mit Geparden im Zoo zum Beispiel. Wir haben gute Daten, die zeigen, wenn wir Geparden mit Sojaprotein füttern, werden die unfruchtbar. Sobald wir ihnen wieder Hühnerbrüste geben, werden die wieder fruchtbar. Warum? Das sind Karnivore. Die haben im Laufe der Evolution niemals Mechanismen entwickelt, im Gegensatz zu Menschen, die Phytoöstrogene wieder auszuscheiden. Im Menschen haben wir gute Kapazitäten. Wir können hier Urinproben nehmen und sehen anhand der Urinproben, wer wie viel Soja isst, denn wir können die Phytoöstrogene über den Urin ausscheiden. Die Geparden können das nicht, da steigert sich das Östrogen und das Phytoöstrogen immer weiter in ihrem Gewebe und irgendwann werden die unfruchtbar. Weil auch wenn die 10.000-fach schwächer wirken, irgendwann sind die auch 10.000-fach in der Menge vorhanden und dann können sie pro-Östrogen wirken. Bei Menschen sehr unwahrscheinlich. Es gibt zwei Einzelfälle von zwei Männern, die haben ungefähr 85% ihrer Kalorien aus Soja gegessen, so ein Äquivalent von 5 Kilo Tofu am Tag und die hatten mehrere Probleme, vor allem hier eins, aber unter anderem auch Männerbrüste. Hat man abgesetzt und das Ganze ging wieder zurück. Also ja, es ist in der Theorie möglich, aber nur wenn man wirklich, wirklich ungeschickt ist. In den normalen Mengen, und das ist auch wirklich wichtig zu verstehen, es gibt kein Lebensmittel, was immer gesund ist. Jedes Lebensmittel, das in einer gewissen Menge gesund ist, wird in einer gewissen anderen Menge ungesund. Wir können uns mit Wasser umbringen. Würde man deswegen sagen, man soll kein Wasser mehr trinken? 10 Kilo Spinat wird die Oxalsäure ein Problem sein. Jeden Tag 100 Gramm, kein Problem und so weiter. Das heißt, Sojaprodukte, genau wie alle anderen Produkte, sollten auf einer gewissen Menge gegessen werden. Wir haben auch eine ganze Reihe an Studien, die sogar zu einer Meta-Analyse zusammengefasst werden konnten. Das heißt, weil Leute sagen ja oft, also zum einen sagen sie so dumme Sachen wie, glaub mir an der Studie, die du selbst gefälscht hast. Aber sie sagen auch Dinge wie, ja, es gibt zu allem ein Für und ein Wider. Und es stimmt, es gibt zu vielen Sachverhalten für und wider, aber so funktioniert nicht Wissenschaft. Wo man sagt, ich glaube jetzt der Studie, die mir mehr in den Kram passt. Sondern man guckt, was sagt der sogenannte Balance of Evidence, die Gesamtheit der verfügbaren Daten zu einem Thema. Und das können wir in einer Meta-Analyse machen, da poolen wir die gesamten Daten zu einer Fragestellung, zum Beispiel zu der Fragestellung, kann Soja die Spermienzahl und den Testosteronspiegel reduzieren. Und was haben wir an Daten? 15 placebo-kontrollierte Treatment Groups, 32 Case Reports und 36 weitere Treatment Groups, also insgesamt mehr als 50 Einzelveröffentlichungen. Und wir sehen im Schnitt sowohl bei höheren als auch bei geringeren Gaben, bei Männern mit und bei Männern ohne Krebs, bei kurzer wie bei langer Gabe, sehen wir keine negativen Effekte auf den Testosteronspiegel. Von daher kann man das gerne weiterhin essen, auch als Mann. Und die komplette Kontroverse fußt im Endeffekt auf den sogenannten Isoflavonen. Isoflavone, wie die Tabelle zeigt, gehören zur Gruppe der Phytoöstrogene, die wiederum zur Gruppe der Polyphenole, die wiederum zur Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe. Und es stimmt, Soja ist das einzige Produkt in der menschlichen Ernährung, das in großen Mengen Isoflavone enthält. Das heißt, wenn man kein Soja isst, isst man auch keine Isoflavone. Aber Soja-Isoflavone sind nur eine Gruppe von Phytoöstrogenen. Wir haben Kumestane in Mungbohnensprossen, wir haben Lignane in Leinsamen und niemand wird auf die Idee kommen, ein Buch zu schreiben, Leinsamen, die ganze Wahrheit. Aber beim Sojabohnen macht man das. Natürlich, weil die sind ein deutlich größeres, auch ökonomisches Problem. Denn man kann aus Soja Milch machen, man kann aus Soja Fleisch machen, man kann aus Soja ziemlich viel machen. Die hat ein ziemlich gutes Fettsäurespektrum, ziemlich gutes Proteinverhältnis oder besser gesagt Aminosäurespektrum. Das heißt, Sojabohnen sind schon Thema, auch ökonomisch. Und haben wir jetzt plötzlich Angst vor Leinsamen? Nee, der Grund, warum Leinsamen mit einer geringeren Rate von Prostatakrebs einhergehen, sind ihre Lignane, ihre Phytoöstrogene. Denn, wenn man ein ganz schwieriges Wort lernen möchte, das sind sogenannte selektive Östrogenrezeptormodulatoren. Diese selektiven Östrogenrezeptormodulatoren, wir nennen sie jetzt CERMs, ist einfacher. Diese CERMs, wie wir sie zum Beispiel in der Sojabohne finden, wirken nicht nur zwischen 100 bis 10.000-fach schwächer wie das körpereigene Östrogen, sondern sie wirken, wie der Name schon sagt, selektiv. Sie können
oder sie können, sie haben eine Präferenz zu unterschiedlichen Östrogenrezeptoren. Das heißt, wenn wir Soja essen, neigen die mehr dazu, an die Beta-Rezeptoren in der Brust anzudocken und dort zu wirken und weniger in die Östrogenrezeptoren im Knochen. Was wichtig ist, weil im Knochen ist Östrogen wichtig für den Aufbau von Knochensubstanz. Wenn Soja da plötzlich Antiöstrogen wirken würde, wäre es schlecht. Aber der Vorteil ist, dass es im Brustgewebe als schwach wirksames Östrogen Antiöstrogen wirkt, weil es die Rezeptoren blockt und in den Knochen einfach gar nicht wirksam ist, was schlecht wäre. Das kennen wir auch, diese Wirkungsweise. Selektive Östrogenrezeptormodulatoren sind Medikamente. Tamoxifen zum Beispiel, Brustkrebs, wirkt vom Mechanismus her wie eine Sojabohne, nur natürlich deutlich höher konzentriert und patentiert. Aber grundsätzlich, der Mechanismus ist aber vergleichbar. Und wir sehen, wenig überraschend, das ist auch die biochemische Plausibilität dahinter, warum Sojakonsum über Jahrzehnte hinweg brustkrebspräventive Effekte haben kann. Aufgrund dieses Wirkmechanismus, dem Blocken der Östrogenrezeptoren, zumindest im Brustgewebe, und damit eine Reduzierung bei überhöhten Östrogenspiegeln. Okay. Außerdem gibt es unterschiedliche Isoflavone, hier drei genannt, Genistein, Diazin, Glycidin, die wirken unterschiedlich. Und wenn wir wissen wollen, wie die Sojabohne wirkt, müssen wir die Sojabohne untersuchen und nicht eine Studie machen mit isolierten Diazin, sondern mit allen Isoflavonen in der Gesamtheit. Und der letzte Punkt, und da merken wir auch, wie wenig die Sojakritiker verstehen, ohne jetzt gemein zu sein, der Narrativ bei den Sojakritikern lautet, bei der Weston Price Foundation, bei allen anderen: Wenn man schon Sojabohnen isst, dann maximal die fermentierten, weil die sind traditionell und natürlich. Nummer eins, die Natürlichkeit einer Sache war und ist noch nie eine Argumentation für oder gegen etwas, sondern die Frage ist, ist es gut oder schlecht? Ist es gesund oder ungesund? Mir fallen einige unnatürliche gute Dinge ein, zum Beispiel geschlossene Räume, Kleidung, Beamer, Leinwand, Medikamente. Und mir fallen einige natürliche schlechte Dinge ein. Pest, Seuchen, Geschlechtskrankheiten und so weiter. Das heißt, wir sollten uns eher die Frage stellen, ist es gesund oder ungesund? Und die Weston Price Foundation sagt, durch die Fermentation werden diese schlechten Isoflavone abgebaut und damit ist es ungefährlich. Fünf Sätzen. Nämlich, in fermentierten Produkten ist die Östrogenaktivität von diesen Isoflavonen um ein Vielfaches stärker. Das heißt, wenn ihr Angst vor Tofu habt, sollt ihr vor Tempeh weglaufen. Denn in der Sojabohne haben wir kein Daizein, kein Genistein und kein Glycitein. Wir haben Glycitin, Genistein und Daizin. Da fehlt ein E. Warum fehlt ein E? Weil in der Sojabohne sind die Phytoöstrogene an ein Zuckermolekül gebunden. Und solange sie an dieses Zuckermolekül gebunden sind, sind sie nicht biologisch aktiv. Sie müssen erst davon gespalten werden. Das passiert in unserer Darmflora, aber nur ungefähr zu 10%. Das heißt, in der Sojabohne stecken nur ungefähr 10% der phytoöstrogenen Wirkung, die wir in Untersuchungen sehen, wenn wir isoliertes Daizin nehmen. Nummer 1. Und Nummer 2, wenn wir fermentieren, lösen die Bakterien in der Fermentation genau diesen Bund und plötzlich sind ein überwiegender Teil dieser Phytoöstrogene biologisch aktiv und haben damit eine stärkere Wirkung, was vermutlich gut ist. Deswegen ist Tempeh vermutlich ein besseres Lebensmittel, aber wenn ihr Angst habt vor der östrogenen Wirkung von Soja, solltet ihr doppelt Angst haben vor Tempeh und vor Miso. Und da sieht man schon anhand dieser einfach biochemisch implausiblen Empfehlungen und dieser Widersprüchlichkeiten in ihren eigenen Aussagen, dass sie nicht ihre Hausaufgaben gemacht haben. Hier noch einmal die Vergleichbarkeit. Wir sehen, das menschliche Östrogen, das 17-Beta-Östradiol, hat eine strukturelle Ähnlichkeit mit zum Beispiel dem Genistein. Aber verglichen mit dem 17-Beta-Östradiol ist die östrogene Wirkung um den Faktor 100 bis 10.000 geringer. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, dass man in der Theorie, wie es die zur Herrschaft gemacht haben, die 100 bis 10.000-fache Menge essen könnte. In den Mengen, jetzt müssen wir kurz das Foto posen. Danke. In der Menge, wo wir es jetzt aktuell essen, haben wir aber eher eine antiöstrogene als eine östrogene Wirkung, weil die Sojaphytoöstrogene die eigenen Rezeptoren blocken. Okay, zwei letzte Punkte noch. Wir müssen bitte wieder 10 Minuten davor Bescheid sagen. Oder ist es jetzt schon soweit? Okay. Bekommen Veganer genug Proteine? Finde den Fehler. Wer ihn zuerst findet, bekommt gar nichts, aber es ist trotzdem wichtig, dass ihr ihn findet. Warum hinkt dieser Vergleich und warum macht sich jeder Veganer und jede Veganerin, die diese Folie postet, und das sieht man dauernd in Google, warum macht die sich nicht nur unglaubwürdig, sondern auch noch lächerlich? Bitte. Weil das auf die trockenen Bohnen gerechnet ist und noch nicht die gekocht wird. Richtig. Der große Unterschied ist nämlich, wenn ich jetzt meine 100 Gramm Bohnen koche,
getrocknet, habe ich plötzlich 225 Gramm Bohnen. Das heißt, aus meinen 22 Gramm Protein pro 100 Gramm werden plötzlich, keine Ahnung, 9 oder 10. Was passiert, wenn ich 100 Gramm rohes Fleisch koche? Es verliert ein bisschen Wasser und wird weniger schwer. Das heißt, wir haben plötzlich im gekochten Fleisch sogar ein bisschen mehr Protein als im Rohgewicht. Und plötzlich haben wir nicht mehr in beiden 22 Gramm, sondern plötzlich haben wir im Fleisch 2 bis 3 Mal mehr. Ist das ein Problem? Nee, weil wir kriegen ja genügend Protein über Pflanzen und mehr ist nicht immer besser. Aber solche Vergleiche machen dann unglaubwürdig, weil natürlich hat auch die Sojabohne nicht 4-mal mehr oder 3-mal mehr Eisen als das Fleisch. Völliger Blödsinn. Wenn wir es kochen, relativiert sich das natürlich. Deswegen auch in vegan Klischee diese Tabelle. Wenn wir Trockenprodukte kochen, und natürlich die Nährwertangaben stecken immer im Trockenprodukt, aber das müssen wir einfach umrechnen. Und deswegen, je nachdem, ob wir jetzt von Vollkorngetreide sprechen, von Amaranth, Quinoa, Couscous, Sonnenblumenhack etc., müssen wir eben es mit dem jeweiligen Faktor rechnen, um zu wissen, wie hoch die Gewichtszunahme ist. Weil wenn wir schon mit Trockenprodukten hier rechnen, dann müssen wir auch mit Fleischpulver rechnen. Dann hat es aber plötzlich nicht mehr 22, sondern keine Ahnung, wie viel Gramm Protein. Und auch Sojaschnetzel. Ist toll, dass Sojaschnetzel irgendwie 80 Gramm Protein auf 100 Gramm haben, aber man muss es halt durch 3,25 dividieren, dann ist es immer noch proteinreich und super, aber man muss halt einfach realistisch bleiben. Denn all diese überzogenen Vergleiche, die hinken und die machen uns am Ende des Tages unglaubwürdig. Denn niemand möchte belogen werden und wenn wir das weitermachen, machen wir uns keinen Gefallen in der Außenwahrnehmung. Protein, quantitativ. Gar kein Thema. Wir brauchen, wie gesagt, 0,8. Es gibt Analysen, die sagen, aufgrund des höheren Ballaststoffgehaltes für Veganer vielleicht 10% mehr, also 0,9 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn man jetzt einfach, um zu rechnen, auf 1 hochgeht, braucht eine 60 Kilogramm schwere Frau 60 Gramm Protein. 1 Gramm Protein hat, wenn man es abrundet, 4 Kilokalorien. Das heißt, wir brauchen ungefähr so 10, 12, maximal 15% unserer Gesamtkalorien aus Protein. Das habe ich jetzt nicht im Kopf errechnet, ich weiß nicht, dass das so ist. Und das heißt, was wir brauchen, ist adäquate Menge, die das Bottleneck, die Schwierigkeit beim pflanzlichen Protein ist, wenn überhaupt irgendwas Problem ist, eher die Qualität im Sinne von der biologischen Wertigkeit. Und die biologische Wertigkeit wird immer noch auch von Verfechtern einer nicht veganen Ernährungsweise angeführt, wo es heißt, mal hier vorgehen, die biologische Wertigkeit von Bohnen beispielsweise ist 30, wohingegen die biologische Wertigkeit von Vollei hier 94 ist. In meinen Tabellen ist es mit 100, weil das Ei da das Referenzprotein ist. Das heißt, wir haben eine deutlich höhere biologische Wertigkeit. Die biologische Wertigkeit ist ein Marker, wie nah das Nahrungsprotein am eigenen Körperprotein ist und das heißt, wie effizient der Körper es verwerten kann. Aber das Ganze hat nur eine einzige Relevanz im Alltag, nämlich wenn wir eine Person haben, die ihr gesamtes Leben nur Bohnen isst oder eine Person, die ihr gesamtes Leben nur Eier isst. Beide werden Probleme haben, aber an einem gewissen Punkt. Ich glaube, die Bohnengruppe wird noch früher Probleme haben, aber beide werden Probleme haben. In dem Moment, wo wir uns normal ernähren, wo wir also Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen essen, was passiert? Die einzelnen Proteine ergänzen sich. Wahrscheinlich für die meisten nichts Neues. Hier zum Beispiel ein Weizenprotein. Lysin ist die potenziell kritische Aminosäure, deswegen haben auch Getreide eine verhältnismäßig geringe biologische Wertigkeit. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel zum Frühstück ein Stück Brot essen mit einer geringen biologischen Wertigkeit und am Abend zum Beispiel eine Hülsenfrucht, dann ist die Hülsenfrucht voller Lysin. Man sieht hier anhand der Tabelle, Hülsenfrüchte sind hier die besten Lysinlieferanten. Und durch die große Menge an Lysin wird ganz einfach der Mangel an Lysin hier ausgeglichen. Denn es ist nicht so wie noch 1971, wie Francis Lamour ihr Buch Diet for Small Planet rausgebracht hat, gedacht wurde, dass man diese Proteine in einer Mahlzeit kombinieren muss. Man weiß mittlerweile, dass mindestens 24 Stunden unsere Vervollständigung anhält. Der Körper hat ganz einfach einen Pool an freien Aminosäuren in der Muskulatur. Interessanterweise sogar unverhältnismäßig viel Lysin in diesem Pool. Vielleicht eine Adaption. Und wir sehen, dass sobald wir eben uns halbwegs ausgewogen ernähren, auch qualitativ es kein Problem gibt. Insgesamt brauchen wir nicht wirklich Protein als Menschen, sondern wir brauchen 8 bzw. 9 essentielle Aminosäuren. Mit Ausnahme von Gelatine, deswegen hat die auch die biologische Wertigkeit 0, hat jedes Protein alle essentiellen Aminosäuren. Manche haben es halt nur in einem besseren Verhältnis im Bedarf zum menschlichen Körper und manche in einem schlechteren. Durch die Kombination hebt sich das aber auf. Der Grund warum, und das ist auch wirklich ein historisches Problem, der Grund warum auch heute immer noch Menschen sagen, pflanzliches Protein wäre schlechter als tierisches, weil zum Beispiel früher hat man das
Proteineffizienzverhältnis, das PEV, gemessen. Und da hat Pflanzenprotein noch schlechter abgeschnitten. Warum? Wie hat man es gemessen? Man hat Ratten, Babys, verschiedene Proteine gegeben, hat geguckt, wie schnell die wachsen. Und je schneller sie gewachsen sind, hat man gesagt, oh, offensichtlich ist es besseres Protein, was ja auch nicht ganz gefehlt ist. Aber was hat man vergessen? Ratten sind nicht der Mensch. Die haben ein anderes Proteinbedürfnis. Die brauchen zum Beispiel deutlich mehr an jenen essentiellen Aminosäuren, die in den Pflanzen weniger vorkommen. Und das heißt, ja, eine Ratte wächst schlechter auf pflanzliche Ernährung, der menschliche Körper hat aber andere Bedürfnisse. Das heißt, was wir brauchen, ist die Messung der Menschen und die zeigt, A, pflanzliche Proteine schneiden dann deutlich besser ab und B, wenn wir sie kombinieren, kein Problem. Natürlich können wir weiterhin kombinieren, es ist ja eh schon in vielen Gerichten vorhanden. Wenn wir zum Beispiel Chili sin Carne essen, dann haben wir hier den Mais und die Kidneybohnen und die ergänzen sich. Das Lysin, was dem Mais fehlt, bringt die Kidneybohne und auch die Kidneybohne wird in ihren essentiellen kritischen Aminosäuren durch den Mais komplettiert. Das gleiche auch beim Risibisi, beim Erbsenreis und das gleiche auch beim Khichdi, bei den geschälten Mungbohnen mit dem Reis. Die Empfehlung lautet ganz einfach, regelmäßig Hülsenfrüchte zu essen, regelmäßig Nüsse und Samen zu essen und Getreide, dann hat man proteintechnisch alles, was man braucht, solange man seinen Kalorienbedarf deckt. Das ist der wichtigste Faktor. Das heißt, die Proteinbedarfsdeckung hat was mit Quantität zu tun. Wie viel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nehmen wir auf? Wie gesagt, für Otto-Normalverbraucher, Verbraucherinnen, sind das zwischen 0,8 und 1. Für Kraftsportler irgendwas im Bereich von 1,2 bis 1,8. Ich würde vielleicht eher etwas in den oberen Bereich gehen. Und dann die Qualität, Aminosäureprofil, die aber durch Komplementärproteine kombiniert und verbessert werden kann. Und die Verdaulichkeit ist auch ein Problem. Diese biologische Wertigkeit nimmt nicht mit rein, wie gut verdaulich das Protein ist. Deswegen gibt es ja auch den sogenannten PDCAS, der um die Proteinverdaulichkeit korrigiert. Und wir wissen, Kochen verbessert Verdaulichkeit, Mixen verbessert Verdaulichkeit, Kauen verbessert Verdaulichkeit. Das ist einer von vielen Gründen, gibt es auch 3 Dutzend, die man nennen könnte, einer von vielen Gründen, warum rein rohköstliche Ernährungsweisen für den Menschen keine gute Idee sind. Der Mensch, im Gegensatz zu anderen allen Tieren, hat sich durch das Kochen entwickelt. Wir sind weder Herbivore, noch Karnivore, noch Omnivore, wir sind Cookivore, wenn man irgendwas nennen möchte. Das ist ein in der Wissenschaft anerkannter Begriff. Und von daher, das heißt nicht, dass wir nicht Salat essen sollen und nicht Beeren essen sollen, aber die Idee, dass der menschliche Organismus am besten mit einer Rohkosternährung zurechtkommt, ist nicht nur falsch, sondern doch, es ist einfach falsch. Okay, letzter Punkt. Nicht nur falsch, sondern dämlich, wollte ich sagen, aber ich will das ja auch niemand beleidigen. Okay, tierisches Protein löst Kalzium aus dem Knochen, sagen die Veganer. Bitte nicht mehr zukünftig. Weil, wie gesagt, es gibt so viele gute Argumente für den Veganismus, dass wir längst widerlegte Argumente bitte nicht mehr brauchen. Ich weiß, es steht immer noch in der China Study drin, das Buch ist einfach alt und kann warum korrigiert wird, aber es ist einfach schon seit mehr als einem Jahrzehnt ganz klar belegt, dass es nicht der Fall ist. Obwohl es so logisch klingt. Merkt man schon Logik? Okay, was ist die Idee? Also, selbst die populären Medien sagen, Mediziner haben gesagt, wir haben auch keine Ahnung von Ernährung, dass der Organismus aufgrund des Milchkonsums übersäuert. Generell Säure-Basen-Haushalt, auch ein anderes Thema. Der Körper muss die Säuren mit Kalzium aus dem Knochen neutralisieren und das Resultat ist Osteoporose. Klingt ja total nachvollziehbar. Denn wir wissen ja auch, je mehr Protein Leute essen, desto mehr Kalzium scheiden sie über den Urin aus. Macht ja Sinn, wenn man denkt, naja, Protein, hohe Säurelast, der Körper braucht was zum Abbuffern. Wenn er nichts anderes hat, nimmt er Kalzium aus dem Knochen und nachdem es da gelöst wurde, wird es über den Urin rausgepinkelt. Und macht auch insofern Sinn, weil wir sehen ja auch Beobachtungsstudien. Menschen in skandinavischen Ländern, hoher Milchkonsum, hohe Osteoporoserate, hohe Hüftfrakturrate. Asiatische, afrikanische Länder, wenig Milchkonsum, weniger Hüftfrakturrate, weniger Osteoporose. Veganer sagen, boah, eine Korrelation passt in mein Gedankenbild, muss stabil sein. Und das ist das Gefährliche. Gerade wenn etwas die eigenen Überzeugungen auch noch bestärkt, ist man natürlich besonders geneigt dazu, das weiterhin zu sagen und zu sagen, das stimmt. Der Punkt ist, Ernährung ist komplexer. Dieses vereinfachte Modell funktioniert nicht. Warum? Was gibt es noch für Einflussfaktoren auf die Knochengesundheit? Vitamin D. In skandinavischen Ländern scheint weniger Sonne als in afrikanischen, asiatischen. Weniger Vitamin D ist gleich weniger Kalziumaufnahme aus dem Knochen in der Nahrung.
Nummer 2. Asiatische Bevölkerungsgruppen fermentieren mehr und haben mehr Natto. Und Natto enthält Vitamin K2. Und Vitamin K2 ist ebenfalls der zweitwichtigste Faktor für die Knochengesundheit. Außerdem Größenunterschiede. Man weiß, dass große Menschen ein höheres Hüftfrakturrisiko haben als kleinere Menschen und asiatische Menschen im Schnitt kleiner sind als skandinavische Menschen. Außerdem Unterschiede in der Knochendichte, die tatsächlich durch ethnische Unterschiede bedingt sind. Ohne jetzt Rassentheorien aufzustellen, man weiß, dass afroamerikanische Menschen von Geburt an oder vom Kleinkindesalter an eine höhere Knochendichte haben als kaukasische Kinder, einfach genetisch determiniert. Das Wetter. In skandinavischen Ländern ist es kalt, da ist Eis, da kann man öfter ausrutschen. Das macht auch Hüftfrakturen, unter anderem. Und so weiter und so weiter. Also uns fallen da noch 10 andere ein und diese alle könnten einen Einflussfaktor haben. Okay. Mittlerweile, also kurzen Zeitsprung, mittlerweile wissen wir, the weight of evidence zeigt, dass der Effekt von Protein, tierisch wie pflanzlich, nicht nur keinen negativen hat, sondern wir wissen mittlerweile, dass Protein einen positiven Effekt auf die Knochengesundheit hat, denn Protein hilft im Dünndarm mehr Kalzium zu resorbieren. Und genau in dieser Resorptionssteigerung liegt auch die Begründung für die höhere Rate von Kalzium im Urin. Wir machen Experimente. Wir sehen, je mehr Leute Kalzium im Dünndarm absorbieren, desto mehr urinieren sie auch wieder raus. Einfach weil du, wenn du mehr aufnimmst, urinierst du einfach auch wieder mehr raus. Und das heißt, was wir heute wissen, Protein ist einfach ein aufnahmefördernder Stoff für Kalzium. Das heißt, die Theorie hinkt da mal beim Protein. Aber das bringt uns immer noch zur Frage, kann es denn vielleicht trotzdem, weil das lasst dann mal das Protein als möglichen Schuldigen wegfallen. Aber gibt es vielleicht noch andere Stoffe in Milchprodukten, die ein Thema sind? Denn, was wir immer noch haben, sind Untersuchungen, die auch dose-dependent. Und wenn sowas kommt, dann ist es immer, das kann man nicht so leicht wegdiskutieren. Man sagt, okay, viel von etwas schadet viel, ein bisschen weniger schadet weniger, wenn es dose-dependent relationships gibt. Wenn wir einfach nur Korrelationen sehen, die weniger auf dose-dependent actions reagieren, schwierig. Aber wenn wir eben diese dose-dependent action haben, dann sollte man gucken und man sieht in Bezug auf Milch eine dose-dependent relationship in Bezug auf Hüftfrakturen. Interessanterweise, und hier muss man als Veganer einfach auch ehrlich sein, sehen wir das nur bei Milch. Wir sehen das nicht bei Käse, nicht bei Sauermilch, nicht bei Joghurt, nur bei Milch. Joghurt hat aber auch Protein. Käse hat auch Protein. Was steckt in Milch, was im Joghurt nicht drin steckt? Galaktose. Milchzucker. Also Laktose, also Milch enthält nicht nur Laktose, sondern auch Galaktose. Und diese Galaktose wird während den Fermentationsprozessen abgebaut. Und es ist biochemisch ein bisschen unklar, wie hier genau der Faktor ist, aber es ist einer der wenigen Faktoren, wie sich Milch einfach von anderen fermentierten Produkten unterscheidet. Es gibt auch Krankheitsbilder, wo Galaktose überhaupt nicht verstoffwechselt werden kann, wo Galaktose also sehr schädlich ist. Von daher gibt es da Ideen dahin. Und vor allem würde das auch erklären, warum wir das bei nicht milchkonsumierenden Völkern nicht sehen. Denn Galaktose finden wir mit Ausnahme von Milch einfach nirgends. Man müsste, hier steht es, um 5 Gramm Galaktose zu essen, was steht hier? In einem Glas Milch hat man gleich viel Galaktose wie in ganzen 100 Gramm Früchten oder Gemüsen. Man kann dadurch, dass Milch einen überwiegenden Teil aus Wasser besteht, natürlich deutlich mehr Milch trinken, als man von den ganzen Pflanzen essen kann. Und in 10 Gramm Fruits oder Vegetables measured in Milligrams. Und insofern, die Frage ist noch total offen, das ist noch nicht klar, was es ist, ob es tatsächlich eine Kausalität gibt, aber bitte die Argumentation, Milch übersäuert oder generell Protein übersäuert, deswegen lösen wir Kalzium aus dem Knochen, funktioniert nicht. Die Frage ist überhaupt generell, ob es sinnvoll ist, rein vegane Ernährungsweise in erster Linie gesundheitlich zu argumentieren. Denn rein überwiegend Pflanzenernährung kann man leicht argumentieren. Aber 5% oder 10% tierische Produkte auf oder ab machen gesundheitlich wenig Unterschied. Sie machen ökologisch wenig Unterschied, aber sie machen ethischen Riesenunterschied. Weil 10% Fleisch sind 10% tote Tiere und 10% Milch sind 10% vergewaltigte Kühe. Und von daher würde ich schon eher sagen, dass ethische Argumente für den reinen Veganismus die stärksten Argumente sind. Okay, mehr zum Thema Ernährung auf YouTube. Oh, das ist noch eine alte Folie. Mittlerweile sind wir 46.000 statt 4.000. Auf YouTube gibt es jede Woche am Mittwoch um 16 Uhr neue Ernährungsvideos. Die Ernährungsvideos, genauso wie die Vorträge, sind evidenzbasiert. Das heißt, in der Videobeschreibung findet man alle Quellen direkt zu den Studien. Wir blenden bei jeder einzelnen Aussage die Primärliteratur ein. Und von daher muss man niemals glauben, was ich sage, sondern kann alles nachrecherchieren.
Wenn man möchte, zweimal im Jahr machen wir in Berlin die Ernährungsseminare Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch pflanzliche Ernährung. Mai-Termin leider schon ausgebucht, November-Termin. Gibt es noch Plätze, oder? 20 bis 30. Okay, 20 bis 30 von 170, also gibt es noch, aber bitte, wenn man möchte, gerne bald kommen. Ansonsten gerne 2021. Und in schriftlicher Form jetzt schon Vegan-Klischee-AD und ab dem 17. Februar 2020 Vegan-Klischee-AD das Kochbuch. Ansonsten kommt dann wahrscheinlich auch noch Ende des Jahres noch ein Buch. Und ansonsten mehr natürlich auf allen Social-Media-Kanälen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für Swisswerk für die Einladung. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Und ich glaube, jetzt gibt es noch Fragerunde. Großartig, danke.